Schau sich Anna das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Heidi ho und hallo. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil des Videospiel-Tagebuchs. Ja, das wievielte auch immer, ich habe nicht mitgezählt. Genau. Und wir spielen PlayStation 3. Exklusiv. Ja. Uncharted. Drakes Schicksal. Genau. Eines der besten Spieleserien mittlerweile auf der PS3. Genau. Und ich bin direkt mal baden gegangen. Genau. Ja, wir spielen hier den Nathan Drake. Ein Schatzsucher. Genau. Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Und den ihr gerade gehört habt, war Victor Sullivan. Genau, der beste... Ja, sein bester Kumpel sozusagen. Ja, oder beste Freund und Weggefährte. Genau. Genau, ja, der Nathan Drake war auf der Suche, Ja, sag erst mal, was er ist. Er ist ein Schatzsucher. Genau, er ist ein Schatzsucher und hat natürlich Schätze, sucht er. Ach. Ja, und als erster Fund hat er... Den Sarg von... Seinen Vorfahren gefunden. Ja, von Sir Francis Drake. Genau, aber in dem war keine Leiche. Genau, sondern... Sein Tagebuch. Genau. Mit lauter Hinweisen. Ja, und das Tagebuch hat einen Hinweis auf die längst verschollene und vergessene goldene Stadt Eldorado. Entfacht. Genau. Ja. Und wir waren hier auf dieser Insel, um in einen Tempel zu kommen, wo die Karte uns halt hingeführt hat. Genau. Da haben wir aber was rausgefunden, und zwar... Eldorado ist gar keine Stadt, sondern ein goldener Götze. Genau, eine riesige goldene Statue. Die wurde aber schon seit ein paar hundert Jahren von den... Von den Spaniern verschleppt. Genau, ja. Und ja, wir versuchen die jetzt zu finden. Ja, und sie hatten zwischendurch auch ein bisschen Hilfe, weil das Ganze ist ja sehr kostspielig, durch eine Reporterin namens Elena Fischer. Genau. Die ist jetzt aber leider nicht mehr mit bei von der Partie hier. Ne, die haben wir einfach mal zurückgelassen. Genau, weil wir den Schatz nicht teilen wollten. Genau. Oder weil sie uns in Schwierigkeiten bringen könnte. Ja, ist halt so was Frauen immer so machen, ne? Genau. Ja. Und wir sind jetzt hier im Dschungel und wollen in ein altes deutsches U-Boot. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, in dieses angeschwemmte U-Boot. Gucken, was wir da für weitere Hinweise finden. Ja. Aber da man nicht so einfach da reinkommt, muss man halt ein bisschen klettern. Genau. Und ja, das Spiel erinnert schon so ein bisschen an Tomb Raider in männlich. Genau. Und hier der Sully, wie er von Drake genannt wird, hat immer kluge Ratschläge. Ja, aber der Drake auch selber, das ist ein sehr sympathischer, cooler Held. Und warte mal, bleib mal stehen. Zeig mal diese tolle Grafik, wenn du da jetzt so... Ja, das nicht, sondern das, genau. Ja, das Spiel hat einfach eine unglaublich gute Grafik für damalige Wie man jetzt hier nicht sieht, weil wir halt die Grafik ein bisschen runterschrauben müssen. Ja, okay, aber auf HD. Ja. Hey, bist du gegen Tetanus geimpft? Haha, sehr witzig. Ja, aber ich wollte den tollen Aussichtspunkt zeigen. Aber egal. Wir haben nicht so viel Zeit. Naja, ich weiß. Ja, das tolle U-Boot gibt's hier auch als... Ja, ich nicht. Was willst du nur sagen? Er steht auf einem Bein. Oh mein Gott. Jetzt geh mal rein, zeig mal das Innere vom U-Boot. Boah! Okay, bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut. Und Suppe. Was? Was meint er mit Suppe? Tja, keine Ahnung. Was wir wissen ist, dass das U-Boot schon sehr lange da liegt. Sehr lange. Und wir hoffen jetzt halt, was drauf zu finden, ja. Was mich ein bisschen an dem Spiel stört, sind Passagen, wo geballert wird. Da das manchmal extrem ausartet. Ja, das war im zweiten. Zweiten haben sie es auf jeden Fall besser gemacht. Da sind die Ballereisequenzen nicht mehr so lang. Genau. Huh.
Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan! Ja, das war eigentlich auch schon unsere Aufnahme zu Uncharted, Drake's Schicksal. Genau, und sagen dann bis gleich zu seinem Beitrag. Ja, aber guckt jetzt erstmal noch die schöne Zwischensequenz. Genau, bis dann. Ciao! Hey, hey! Deine Freunde, Sully? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst. Sully! Sully! Ach, du Dreckskerl! Haltet ihn! Ja, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Und jetzt ist der Patrick an der Reihe. Ist das nicht schön? Genau. Erstmal so ein bisschen Aussicht genießen. Genau. Wir sind jetzt auf einer anderen Insel als auf der, wo wir vorher waren. Da sind wir nämlich mit einem Flugzeug abgestürzt. Ja, mal so ganz super. Weil Eldorado anscheinend irgendwo hier versteckt sein soll. Und ja, wir sind aus dem Flugzeug rausgesprungen mit der Elena Fischer, mit Fallschirm. Problem, wir sind getrennt worden. Genau, weil sie vorher gesprungen ist als wir. Genau, und jetzt, wir haben ihren Fallschirm hier oben an der Festung entdeckt. Und jetzt suchen wir sie. Genau. Augen hoch, nicht runtersehen. Und versuchen sie zu retten. Oh. Ja. Hier bricht auch mal so ein bisschen weit weg, beim Klettern. Ja. Yeah. So, ja, und ich, oder wir wollten euch gleich mal ein paar Actionsequenzen zeigen. Gott sei Dank. In dem man auch mal schießen muss. Weil der jetzt hier noch nicht ist. Ne. Muss man sich nämlich einmal gleich ganz cool absagen. Genau. Ja, wir haben jetzt auch mal eine andere Waffe außer die Pistole. Oh, das darf nicht wahr sein. Eine AK. Ja, eine AK-47. Ja, gibt viele verschiedene Waffen hier. Ist allerdings jetzt nicht wie bei einem Ego-Shooter, dass ihr hunderte unterschiedliche Waffen findet. Genau. Ja, sondern nur ein paar. Genau. Wovon die Pistole mit einer der besten ist. Der präzisesten, sag ich mal so. Auf jeden Fall. Gut, präziseste ist immer noch Scharfschützengewehr. Ja, klar. Also ich hoffe, ich schaffe den Sprung. Ja. Ja. Weil der ist nämlich manchmal problematisch, da will der Drake nämlich mal das Ding hier nicht packen. Ja, das habe ich auch. Das war so eine leicht verbackte Stelle. Ja. Ich muss durchs Fenster springen. Genau, wir müssen durchs Fenster springen. Wie machen wir das? Mit einem kurz mal eine Taste drücken. Ja gut, das hält mich aus. Bam. Also voll Special Ops mäßig. Ja. So. Und wir können auch so toll hier in Deckung gehen. Und da haben wir auch schon unseren ersten Gegner. Den wir lautlos ausschalten können. Ich versuch's mal. Der erste geht. Lautlos ausschalten. Gerade noch. Ja. Jetzt geht schon das Geballer los. Genau, und das hört so schnell auch leider nicht mehr auf. Ja. Und ihr müsst immer in Deckung bleiben, weil so viele Treffer hält Drake nämlich auch nicht aus. Genau. Weil, wie ihr seht, haben wir ja auch keine Energieleiste, sondern es ist ein Heads-Up-Desk.
Also, ja, der Bildschirm wird grau, wenn ihr getroffen werdet. Ja, ist ja Heads-up-Display. Nein, das ist das, wenn alles angezeigt wird. Wir haben so gesehen keins oder nur ein minimales. Boah, ja, und Granaten sind echt böse und ich hasse sie. Ja. Ja, und hier der Kollege, der verteilt gerne Kopfschüsse. Ja, ich versuch's. Das war einer. Ja. Hat der nicht? Ach, komm schon. So. Yeah. Okay, ich geh mal nach oben, wollte ich gerade sagen. Ja, Munition müsst ihr natürlich auch mal mitnehmen, weil die ist nicht so zahlreich hier. Oh doch, eigentlich schon. Ja, für die Pistole vielleicht. Ihr könnt auch Nahkampfangriffe, wie das hier zum Beispiel. Genau. Das war ein Brachial-Kombo. Wow, und wir haben 50. Ey, wir haben eine Live-Trophäe gekriegt. Oh mein Gott. Das ist cool. Wir haben 50 Gegner getötet, ohne zu sterben. Durch Gegner zumindest. So, jetzt scheint es ziemlich ruhig zu sein, aber wie wir auch schon mal im ersten Teil. Ja, danke. Im ersten Teil. Kennt noch eine Trophäe. Ja, ist ja gut. Trophäen sind doof. So. Nö. Doch. Nein. So, und wie wir im ersten Teil schon angedeutet haben, es gibt in dem Spiel auch Schätze, die man finden kann. Ja. Deswegen suchen wir mal. Zeige ich euch mal einen. Das ist nicht nur ein ganz normaler Schatz, nein. Das ist direkt ein ganz besonderer. Ach, so. Ach, das ist der. Ja, die versteckte Reliquie. Sonderbare Reliquie. Yeah. Das ein Precursor-Ei ist aus dem Jack and Dexter-Spiel. Übrigens. Wenn du meinst. Ich weiß, dass es so ist. Ja. Wow, guck mal, direkt noch eine Trophäe. Ja, unglaublich. So, ja, jetzt können wir noch ein bisschen rumlaufen. Die schöne Aussicht genießen. Ja. Und. Ja. Ja, und geraten fast sogar schon direkt wieder ins nächste Gefecht. Nächste Ballerei. Ja. Na, das ist ein bisschen schade. Das hätte jetzt eigentlich, wenn man jetzt wieder klettern müsste eine Zeit lang oder was anderes, ja, eine coole Action-Sequenz hätte, ja, dann wäre das perfekt ausbalanciert. Aber naja, jetzt müssen wir leider wieder. Von da kamen wir. Ja, ich gucke ja nur. Da können wir gar nicht gekommen sein. Okay. Wenn wir gar nicht hier waren. Ja, yeah, da geht's fett weiter. Genau, den hau ich aber jetzt. Oder der haut mich. Mann, jetzt macht er wieder die Brachialkombo nicht. Yeah, schöne Slow-Mo-Einstellung. Ne. Und hier gibt's auch so. Oh. Granate. Ja. Und Granaten machen Bumm. Granaten kann man hier auch werfen. Die muss man sogar mit dem. Einen Moment. Okay. Ich wollte euch eigentlich den Six Axis-Modus zeigen, aber das hat sich jetzt erledigt. Das ist ein guter Schlusspunkt für mich, für meine Aufnahme. Genau. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Videospieltag wieder. Genau. Bis dann. So, tschö. Bye bye und haut rein. Genau. Ciao.